So, hallo, moin moin und alle herzlich willkommen zur 9. Lesung und Besprechung, Diskussion dieses wundervollen Werkes von 1937, Andreas Thiel, Priestervergötzung und Volksgemeinschaft. Ist ja lieb gemeint, Volksgemeinschaft, obwohl es hauptsächlich eigentlich Volksverdummung ist. Warum ist es Volksverdummung? Weil das Volk von der Kirche verdummt wird. Die Wahrheit, die alles andere als dumm ist, wird den Menschen vorenthalten im Wort Gottes, in der Bibel. Das dürfen sie nicht lesen. Das war jahrhundertelang so. Das dürfen sie heute immer noch nicht. Sie tun es trotzdem. Dann kriegen sie gefälschte Bibeln. Und einem Katholiken wird immer abgeraten, die Bibel selbst zu lesen, nur mit der Erklärung eines Priesters, der auch wirklich das versteht und das erklären kann, soll man die Bibel lesen oder darf man die Bibel lesen oder darf man aus der Bibel was hören, was der Priester dann erzählt. Also ohne seine Erklärung können wir das gar nicht begreifen. Und dann verdrehen die das natürlich, wie sie wollen, weil die römisch-katholische Kirche macht ihre eigenen Gesetze. Ja, das hatten wir in der letzten Sendung ja ganz gut gelesen, dass die sich um wirkliche Gesetze nicht kümmern, sondern wir hatten ja vorgelesen hier in diesem Text, Zitat, die kirchliche Gerichtsbarkeit für weltliche Zivil- und Kriminalsachen der Geistlichen ist gänzlich abzuschaffen, selbst ohne Einvernehmen und trotz Widerspruchs des apostolischen Stuhles. Wir hatten verschiedene Male den Kanonus, ach, jetzt komme ich hier auf diesen blöden lateinischen Ding nicht mehr, den Canonici, Justinianus, wie heißt das jetzt hier wieder? Ich versuche das hier gerade auf der Seite mal eben kurz zu lesen. Verzeiht mir. Mal, wenn man so viele Dinge liest und dann sieht man das hier in dieser Schriftübersicht da, dann ist das kleine Stück, wo sie das benennen, schwerlich zu finden. Ja, Codex Juris Canonici. Jetzt musste ich ein paar Seiten zurückgehen, um das zu finden. Also, ich kann mir diese ganzen lateinischen Ausdrücke oftmals auch nicht merken. Und die Kirche meint eben, Gottes Recht bricht Menschenrecht. Und da der Papst Gott auf Erden ist, ist eben das Recht des Papstes oder der römisch-katholischen Kirche das Recht, das über dem säkularen, weltlichen, menschlichen Recht steht. Und das haben sie einmal durchgesetzt und wenn sie es einmal durchsetzen, dann bleiben sie dabei. Und das ist genau der Satz, auf den ich nochmal zurückgehen wollte, bevor wir jetzt in der nächsten Lesung anfangen. Da steht nämlich hier auf der Seite 70 im PDF und das ist dann die Seite 68 in dem Büchlein selber. Der Satz, den ich letztes Mal sagte, von denen schauen wir uns nochmal an, der ist nämlich unglaublich wichtig. Da steht, Rom gibt niemals etwas auf, was es je beanspruchte und als sein Recht betrachtet hat. Das ist der Satz. Der ist so wichtig. Wenn man Rom einmal den kleinen Finger gibt, dann nehmen sie nicht nur den ganzen Arm, nein, dann sagen sie auch, das hast du uns einmal gegeben, das ist jetzt unsers. Und auf solchen Dingen sind solche Dinge aufgebaut, wie zum Beispiel die Durchsetzung von angeblichen Rechten, wie sie fortfließen aus der Schenkung von Konstantin, also der Gefälschten, oder aus diesen isidorischen Dekretalen, die ja auch gefälscht sind. Ja? Und das ist eben das Prinzip von Rom. Etwas, was es einmal beansprucht hat, das gibt es niemals wieder auf und betrachtet es als sein Recht. Pflichten haben die in der hat die römisch-katholische Kirche nicht. Die römisch-katholische Kirche hat nur Rechte. Und genau das ist eben das Problem. Wenn sie dann irgendwo auftritt, wo sie bis jetzt noch nicht war, dann wird sie dieselben Rechte durchzusetzen versuchen. Nur kann sie das natürlich nicht, wenn sie so in der Minderheit ist. Also macht sie das über Umwege und durch Infiltration sorgt sie dafür, dass sie im Lauf der Zeit dann die Möglichkeit bekommt, ihre Rechte durchzusetzen. Und das gelingt immer dann, wenn sie zum Schluss ein Konkordat abgeschlossen hat. Weil mit dem Konkordat wird römisch-katholisch-kanonisches Recht oder der Codex Juris Canonici weltliches Recht wird oder das weltliche Recht wird dem kirchlichen
Kirchenrecht angepasst. Und damit steht Gottes Recht immer über weltlichem Recht. Aber mit Gottes Recht sprechen wir hier bitte von dem Gott der römisch-katholischen Kirche, nicht von Yahweh. Ja? Das verwechseln nur viele Leute, das ist das Problem, und deswegen ist die römisch-katholische Kirche immer noch so wahnsinnig erfolgreich. Auch weil du die Leute in der Hinsicht ganz, ganz schwer belehren kannst. Rom gibt niemals etwas auf, was es je beanspruchte und als sein Recht betrachtet hat. Die Kirche hat nicht nur einen großen Magen für das sonst so verachtete weltliche Gut, das für die anderen leicht ein Fraß von Rost und Motten wird, sondern auch für Forderungen, Ansprüche und Rechte. So gibt es zum Beispiel viele Bistümer nicht mehr, die einst bestanden haben. Den Anspruch darauf aber hält Rom fest, indem es für heute gar nicht mehr vorhandene Bistümer, die von der Geschichte und von Ungläubigen hinweggefegt worden sind, Bischöfe ernennt, die sogenannten Bischöfe in Partibus Infidelium, abgekürzt IPI, das heißt Bischöfe in den Gebieten der Ungläubigen. Der ehemalige päpstliche Nuntius in Berlin, jetzige Kardinalstaatssekretär Eugenio Pacelli, wir erinnern uns, dieses Buch ist 1937 erschienen. Wir sprechen hier von dem Eugenio Pacelli, der eben zur Zeit des Ersten Weltkriegs Nuntio war in Deutschland und danach Staatssekretär im Vatikan wurde und dann zu Hitlers Papst, Papst Pius XII. Ernannt wurde, 1939. Dieser ehemalige päpstliche Nuntius ist nebenbei auch Erzbischof von Gardes. Ein Erzbistum Gardes besteht aber seit 1000 Jahren nicht mehr. So gibt Rom nie einen Anspruch, nie ein Recht auf, wenn es dasselbe auch wegen der Zeitumstände praktisch nicht in Kraft setzen und vollziehen kann. Auch das Vorrecht der eigenen Gerichtsbarkeit für die Geistlichen besteht in der Meinung des Vatikans heute noch unzweifelhaft zu Recht. Ein Staat, der Geistliche, die sich als hundsgemeine Schändlinge am Volksleben erwiesen haben, durch seine Gerichte verurteilen und bestrafen lässt, wie jetzt in Deutschland, ist in den Augen Roms ein Rechtsbrecher kirchlicher Privilegien, auf die es ja nie verzichtet hat. Interessanter Satz, ne? Ein Staat, der Geistliche, die sich als hundsgemeine Schändlinge am Volksleben erwiesen haben, durch seine Gerichte verurteilen und bestrafen lässt, wie jetzt in Deutschland, ist in den Augen Roms ein Rechtsbrecher kirchlicher Privilegien, auf die es ja nie verzichtet hat. Daher werden in der ganzen Welt vom katholischen Geistlichen und kirchlichen Würdenträgern nicht etwa Bitt- und Sühneprozessionen für die Verbrecher im Priesterkleide abgehalten, sondern ein Entrüstungssturm gegen den Staat erregt, der seine Jugend schützt vor widernatürlichen Lüstlingen, weil er es wagt, diese Scheusale den anmaßenden kirchlichen Richtern, die sie nicht oder doch nur ganz gering bestrafen würden, zu entziehen und selbst den Vollzug der Strafe und Sühne vornimmt. Wie unverschämt man die Achtung der Priesterwürde selbst im Fall eines gerichtlich überführten Verbrechers verlangt, beweist das 1855 zwischen Österreich und Antichrist Pius IX. Geschlossene Konkordat. Im Artikel 14 dieses Konkordats heißt es dort wörtlich, Zitat, eine Gefängnisstrafe sollen Kleriker immer in Räumen abbüßen, die von Laien streng getrennt sind. Eine Bestimmung, die durchaus zeitgemäß wirken würde, wenn sie heute etwa der Staat erließe. Jeder anständige Verbrecher, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ein anständiger Verbrecher ist, das ist für mich ein Oxymoron. Jedenfalls sagt der Autor, jeder anständige Verbrecher muss es ja als eine strafverschärfende Beleidigung ansehen, seine Haft mit Brüdern von Waldbreitbach und dem übrigen Gelichter in Kutte und Soutane in der gleichen Zelle abzusitzen. Dies alles sind äußerst lehrreiche Beispiele dafür, wie die zur Gottesähnlichkeit gesteigerte Würde des Priesters ihm Sonderrechte verleiht, ihn damit aus der Volksverbundenheit löst und gegen die Volksgemeinschaft sündigen lässt. Verbundenheit und Gemeinschaft von rassisch zusammengehörigen Menschen ist nach römischer Auffassung ja auch nur etwas Irdisches und Weltliches
und gilt als solches für durchaus minderwertig. Die Einheit von Körper, Seele und Geist im Menschen hat das Christentum bewusst zerrissen und in einzelne Teile aufgespalten, die in Widerspruch und Kampf miteinander stehen. Der Körper ist bestenfalls Nebensache, wenn nicht an sich schon sündhaft, und Körperertüchtigung ohne seelische Kniebeuge geradezu gottwidrig. Das Wichtigere, ja, überhaupt nur einzig Wertvolle, ist das geistig-seelische. Und das wird vom Priester, dem berufenen Stellvertreter und Beauftragten Gottes, in Monopolverwaltung übernommen. Oder genommen. Wer anders denkt und handelt, ist ein Heretiker und Ketzer und verdient nur ausgerottet zu werden. Wie mag die nicht mehr geübte Ketzertötung von vielen mehr als geistlichen und als geistigen Gehirnen als ausgesprochen fühlbarer Mangel empfunden werden? Nochmal, den Satz habe ich ein bisschen zerrissen hier. Wer anders denkt und handelt, ist ein Heretiker und Ketzer und verdient nur ausgerottet zu werden. Wie mag die nicht mehr geübte, zwischen Anführungszeichen, Ketzertötung von vielen, mehr geistlichen als geistigen, Gehirnen als ausgesprochen fühlbarer Mangel empfunden werden? Wo doch schon der heilige Thomas von Aquin, ja, Summa Theologica, so schön und einleuchtend bewiesen hat, dass die Tötung für den Ketzer eine Wohltat sei, durch die er zur Seligkeit geführt wird. Und gar erst der heilige Jesuit Robert Bellarmine, der da schreibt, Zitat, die Ketzer können nach allgemeinem Urteil mit Fug und Recht exkommuniziert und daher getötet werden. Zu diesem Satz nochmal eine kleine Bemerkung von mir, dass wir es nochmal bitteschön richtig deutlich verstehen. Die Ketzer können nach allgemeinem Urteil mit Fug und Recht exkommuniziert und daher getötet werden, weil, wenn ich exkommuniziert werde, bin ich außerhalb der römisch-katholischen Kirche. Aber die römisch-katholische Kirche lehrt, dass es nur innerhalb ihr Erlösung gibt. Außerhalb der römisch-katholischen Kirche ist keine Errettung. Wenn du nicht errettet bist, dann bist du also nutzlos. Dann läufst du hier als sozusagen nutzlose Esser, wie man sie oftmals auch nennt, rum. Du hast keinen Wert. Und dann kannst du auch getötet werden. Du bist absolut wertlos, wenn du exkommuniziert bist. Ja? Deswegen sagt der Jesuit, die Ketzer können nach allgemeinem Urteil mit Fug und Recht exkommuniziert werden. Nochmal, der Punkt hier ist, dass wenn man bereits Ketzer ist, man ja außerhalb der römisch-katholischen Kirche gestellt wird. Und dann kommt noch das Urteil der Exkommunikation da oben drauf und damit bist du ein wertloses Stück Fleisch, das hier rumsteht oder rumsitzt oder rumliegt. Und mehr bist du für die römisch-katholische Kirche nicht. Das war so vor 1500 Jahren, das war so vor 1000 Jahren, vor 500 Jahren, ist heute noch so und wird in 500 Jahren noch immer so sein. Die Ketzer können nach allgemeinem Urteil mit Fug und Recht exkommuniziert und daher getötet werden. Daraus wird erwiesen, so fährt Bellarmine fort, dass die Exkommunikation eine größere Strafe als der zeitliche Tod ist, also der weltliche Tod. Die Erfahrung lehrt, dass es kein anderes Heilmittel gibt. Die Kirche ist langsam, Schritt für Schritt vorgegangen und hat alle Mittel versucht. Zuerst die Exkommunikation allein, dann fügte sie Geldbuße hinzu, dann Verbannung. Und zuletzt wurde sie zur Anwendung der Todesstrafe gezwungen. Die Ketzer fügen den Nächsten mehr Schaden zu als irgendein See- oder Straßenräuber, weil sie die Seele töten, die Grundlage für alles Gute fortnehmen und den Staat mit Aufruhr erfüllen, der eine notwendige Folge der Verschiedenheit der Religionen ist. Hier eine kurze Pause aus dem Zitat von Bellarmine. Nochmal eben den letzten Satz, dass wir bitte sehr gut zuhören und darüber nachdenken, was hier eigentlich steht. Die Ketzer fügen den Nächsten mehr Schaden zu als irgendein See- oder Straßenräuber, weil sie die Seele töten. Da ich aber ein Ketzer bin, in Augen der römisch-katholischen Kirche, wenn ich dem Wort Gottes folge, wenn ich der Bibel folge, wenn ich der Wahrheit folge, dann töte ich die Seele des römischen Katholizismus. Wir müssen hier immer verstehen, wie Rom denkt und Rom spricht. Ketzer fügen den Nächsten mehr Schaden zu als See- oder Straßenräuber, weil sie die Seele töten?
Die römisch-katholische Seele töten sie. Aber die römisch-katholische Seele ist bereits tot, weil sie ist heidnisch. Römischer Katholizismus ist Heidentum par excellence. Ja? Und gerade wenn man dann solche Sätze von einem Jesuiten wie Bellarmin liest, da muss man sich das nochmal auf der Zunge zergehen lassen, wie die argumentieren. Weil ganz ehrlich, wenn ich das ohne tieferes Verständnis lese, dann gebe ich ihm ja hier vollkommen recht. Naja, Ketzer töten die Seele. Warum? Weil sie zum wahren Leben führen. Und von daher die verlorene Seele für den Teufel verloren geht. Oder die Seele für den Teufel verloren geht und zu Gott kommt. Ja? Man muss nur wissen, wie das hier gemeint ist. Das sagen sie natürlich nicht. Die Ketzer fügen den Nächsten mehr Schaden zu, weil sie die Seele töten. Die Grundlage für alles Gute fortnehmen und den Staat mit Aufruhr erfüllen, der eine notwendige Folge der Verschiedenheit der Religionen ist. Daher ist ihre Todesstrafe für sehr viele ein ausgesprochener Nutzen. So, wie sagt die Bibel das in diesem Fall? Sie werden euch aus der Synagoge werfen und sie werden euch verfolgen und sie werden euch töten und sie werden denken, dass sie Gott einen Dienst erweisen, hat Jesus Christus gesagt. Und genau daher sagt der Jesuit Bellarmin genau dasselbe her, daher ist ihre Todesstrafe für sehr viele ein ausgesprochener Nutzen. Bellarmin sagt hier genau das, was Jesus Christus gesagt hat, weil Jesus Christus hat es gesagt, zu seinen wahren Gläubigern und Folgern, dass sie von Menschen, die einen falschen Glauben haben, verfolgt und getötet werden. Und diese Menschen denken, durch das Töten der wahren Folger Jesus Christus auch noch Gott einen Dienst zu tun. Genau das sagt Bellarmin hier mit anderen Worten. Daher ist ihre Todesstrafe, also die der Ketzer, für sehr viele ein ausgesprochener Nutzen. Wenn das einen Nutzen hat, dann hat es einen Sinn. In der Hinsicht, wie Jesus Christus gewarnt hat, dass diejenigen, die euch verfolgen und töten werden, denken, dass sie Gott einen Dienst erweisen. Ich glaube, ich suche mal kurz den Originaltext in der Bibel raus darüber. Also ich lese es dann kurz aus der Luther 1545 vor, die mir hier vorliegt. Nochmal danke, Renate, für diesen wunderschönen Vergleich der Luther 1545 neben die König James 1611 gestellt. Johannes Kapitel 16, Zitat: Solches habe ich zu euch geredet, dass ihr euch nicht ärgert, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Sie werden euch in den Bann tun, ne? Exkommunikation, Kirchenbann. Es kommt aber die Zeit, dass wer euch tötet, wird meinen, er tue Gott einen Dienst daran. Vers 2. Und solches werden sie euch darum tun, dass sie weder meinen Vater noch mich erkennen. Und gerade mit diesem letzten Satz sagt Jesus ganz deutlich, dass die römisch-katholische Kirche eine Fortsetzung der Juden aus der Zeit ist, wo er gegen die Pharisäer und Schriftgelehrten gepredigt hat. Ja? Wo er ihnen vorgehalten hat, dass sie ein anderes Evangelium verkündigen. Ja? Johannes Kapitel 16, Verse 1 bis 3. Solches habe ich zu euch geredet, dass ihr euch nicht ärgert. Sie werden euch in den Bann tun, also Kirchenbann. Es kommt aber die Zeit, dass wer euch tötet, wird meinen, er tue Gott einen Dienst daran. Und solches werden sie euch darum tun, dass sie weder meinen Vater noch mich erkennen. So, daher ist ihre Todesstrafe für sehr viele ein ausgesprochener Nutzen. Hier sehen wir die Umsetzung. Entschuldigung. Hier sehen wir die Umsetzung der Warnung Jesu aus Johannes Kapitel 16, Verse 1 bis 3 von dem Jesuiten Bellarmin. Schließlich, so fährt er fort, schließlich ist es auch für die hartnäckigen Ketzer eine Wohltat, wenn sie aus diesem Leben hinweggeräumt werden. Denn je länger sie leben, umso mehr Irrtümer erdenken sie, umso mehr Menschen verführen sie und umso größer wird der Grad ihrer Verdammnis. Ende Zitat. Es ist wirklich schade, dass es keine Scheiterhaufen mehr gibt, sagt der Autor hier nach diesem Zitat. Sarkastisch in Bezug auf die Aussage von Bellarmin. Jetzt
Hören wir uns die letzten zwei Sätze von Bellamy noch einmal an und halten das gegen das Zitat aus Johannes Kapitel 16. Daher ist ihre Todesstrafe für sehr viele ein ausgesprochener Nutzen. Schließlich ist es auch für die hartnäckigen Ketzer eine Wohltat, wenn sie aus diesem Leben hinweggeräumt werden. Denn je länger sie leben, umso mehr Irrtümer erdenken sie, umso mehr Menschen verführen sie und umso größer wird der Grad ihrer Verdammnis. Wenn wir jetzt wissen, dass es ein römischer Katholik sagt, wenn wir jetzt wissen, dass es ein Jesuit sagt, dann müssen wir doch einfach mal umdrehen, was er sagt, um zu hören, was denn die Wahrheit ist. Er sagt, denn je länger sie leben, umso mehr Irrtümer erdenken sie. Denn je länger sie leben, desto mehr Wahrheit verkünden sie. Und umso mehr Menschen führen sie zu Gott, zum wahren Gott. Und umso größer wird der Grad ihrer Verdammnis in der römisch-katholischen Kirche, aber und umso größer wird ihr Verdienst im Königreich Gottes stattdessen. Ja, man muss wissen, wie man diese jesuitischen Schriften lesen und verstehen muss. Er spricht das vollkommen aus der Sicht der Kirche Satans. Und ich muss das ganz einfach umdrehen, um den wahren Sinn daraus zu erkennen. Weil ein Ketzer ist ein bibelgläubiger Christ. Und wenn er sein Leben verwirkt hat im Angesicht der römisch-katholischen Kirche, dann heißt das, dass er sein Leben gewinnt im Angesicht Jesu Christi und des Vaters Jahwe. Denn je länger sie leben, umso mehr Irrtümer erdenken sie, ja umso mehr Wahrheit predigen sie aus der Bibel. Aber die Wahrheiten aus der Bibel sind natürlich für Rom Irrtümer und Lügen, weil die römisch-katholische Kirche setzt ihre Tradition und ihre religiösen Dogmas über die Lehre der Bibel. Ja? Also ist das, was die Wahrheit ist, die Lüge oder eine Verführung. Ja? Und umso größer wird der Grad ihrer Verdammnis. Es ist wirklich zu schade, dass es keine Scheiterhaufen mehr gibt. Naja, dafür haben wir dann andere Menschenverbrennungen erfunden. Ne? Napalmbomben zum Beispiel und solche ganzen Dinge oder Phosphorbomben oder abgereichertes Uranschießen und solche Sachen mehr. Also gibt ja andere Möglichkeiten als Scheiterhaufen. Das fand auch ein päpstlicher Hausprälat, fährt der Autor fort, der Herausgeber einer in Rom erscheinenden Zeitschrift. In den Analecta Ecclesiastica, also kirchlichen Sammlungen, Band 3, Kapitel 29, erfolgte 1895 der Abdruck eines Urteils der spanischen Inquisition in Cordoba vom 28. Februar 1484, dem sich ein vom Kapuzinerpater Pius Alangenio unterzeichneter Lobpreis auf die Einrichtung der Inquisition anschloss. Diese Ausführungen veröffentlichte der päpstliche Hausprälat in seiner Zeitschrift zu einer immerhin modernen Zeit. Also im Vergleich zu 1494 ist 1895 modern. Ja? Es heißt hierin, Zitat, der glückbringenden Wachsamkeit der heiligen Inquisition sind sicher der religiöse Frieden und jene starke Glaubenstreue zuzuschreiben, welche das spanische Volk auszeichnen. Seid gesegnet, ihr flammenden Scheiterhaufen, die ihr nur ganz wenige, aber sehr gerissene, menschenähnliche Wesen aus dem Wege räumtet, die ihr ungezählte Reihen von Seelen von dem Abgrund des Irrtums und dem Schlunde der ewigen Verdammnis gerettet habt. Oh, wie herrlich ist das Andenken an Thomas Torquemada, den blutrünstigen Großinquisitor, in Ehren zu halten. Ende Zitat. Heute bringt man in der Mangelung von Inquisitionsscheiterhaufen den Ketzer möglichst auf eine andere Weise um. Entweder boykottiert man ihn geschäftlich und richtet ihn wirtschaftlich zugrunde, oder man schlägt noch lieber seinen guten Namen tot, treibt Rufmord. Der katholische Pazifist Dr. R. Ehlen berichtet in den Lotsenrufen Nummer 8 vom Mai 1932, Zitat, kurz nach den Reichspräsidentenwahlen sagte mir ein Geistlicher, der den Einfluss eines nationalsozialistischen Führers bekämpfen wollte, dass man dazu übergehen müsse, die Herkunft dieses Mannes ans Licht zu ziehen, um ihn unmöglich zu machen. Ende Zitat. Also Rufmord.
Diese moderne Art der Ketzertötung, diese niedrigste Kampfesart als Ausdruck einer in ohnmächtiger Wut erkannten Unfähigkeit, mit sauberen Waffen kämpfen und siegen zu können, hat niemand tiefer begriffen, kürzer und beweiskräftiger zusammengefasst und beißender verurteilt als Nietzsche. Und ich sage dazu, was hier als Rufmord genannt wird in diesem Schreiben hier von in diesem Buch hier von Andreas Thiel, Rufmord. Das hat Michael genannt, ja, mit so einem lateinischen Wort. Also wenn man eben die Person attackiert, Attack hominem oder sowas in der Richtung hat er das genannt. Ich kriege das nicht mehr zusammen. Wenn man also den Menschen attackiert, anstatt seine Argumente. Und das ist eine heute sehr oft praktizierte Sache. Also wir kommen hier jetzt raus, wie das hier in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts bereits durchgezogen wurde und dass es das schon länger gab, ne? Weil wir sehen ja hier, dass wir das sogar noch früher hatten, also aus dem 19. Jahrhundert. Aber ganz sicher hier, kurz nach den Reichspräsidentenwahlen des 20. Jahrhunderts, wo das hier jetzt vorkommt. Argumentum ad hominem war es, glaube ich, oder sowas. Also Argumente gegen den Menschen, wenn man das jetzt ins Deutsche übersetzen würde. So hat Michael das, glaube ich, genannt. Und da geht es halt darum, wenn ich mit den Argumenten des Menschen nicht um kann, wenn ich die nicht widerlegen kann, dann greife ich die Person an. Rufmord. Dann stelle ich die Person einfach in ein schlechtes Licht. Und wenn ich die Person in ein schlechtes Licht stelle, dann kann die sagen, was sie will, dann wird ihr nicht mehr geglaubt. Das passiert doch heute gang und gäbe überall. Diese ganzen Verleumdungen, die auch ich auf YouTube erfahre, vielmal lese ich das gar nicht, weil ich die Kommentare lösche oder die Leute blockiere und dann deren Kommentare gelöscht werden von YouTube. Das ist doch nicht mehr normal. Leute, die überhaupt nicht auf die Argumente eingehen, sondern die lediglich die Person angreifen und verleumden und dann auch noch falsch verleumden, ohne irgendwelche Beweise. Ich meine, das beste Beispiel, das kann ich euch ja mal kurz vorlesen, da muss ich nur mal kurz meinen YouTube-Kanal hier eben aufmachen. Wenn ich in die Community gehe, also in die Gemeinschaft, da wisst ihr ja, da habe ich ja diesen Post gemacht, wo ihr zu den Videos von Ja, sollte Gott gesagt haben, wo ihr argumentieren könnt drüber. Und da ist einer, der hat geschrieben, du bist Adventist. Dachte ich mir von Anfang an. Schon von deinen ersten Videos an war das zu erkennen. Da habe ich dann eine Antwort drauf geschrieben, die könnt ihr selbst gerne lesen. Das ist in der Gemeinschaft, in der Community steht das drin. Und da hat noch ein anderer drauf geantwortet, aber das, was der geantwortet hat, habe ich heute Morgen, habe ich weggeschmissen. Ja? Weil das einfach nur ein Angriff auf meine Person war. Völlig unbegründet und völlig ohne irgendwelche Substanz. Ja? Einfach nur so nach dem Motto von, wir können mit seinen Argumenten nicht um, dann machen wir ihn, greifen wir ihn an. Also mich als Sieben-Tags-Adventisten zu bezeichnen, das finde ich schon eine persönliche Beleidigung. Ja. Ich wettere so oft gegen die Sieben-Tags-Adventisten, das kann nur einer machen, der überhaupt keine Ahnung davon hat, was ich lehre, ja, und was ich lese. Und das ökumenische Buch, das ich sogar von diesem Sieben-Tags-Adventisten gelesen habe vor ein paar Jahren, dieses kleine Ökumene und Weltgemeinschaft oder wie das heißt, da habe ich ja ganz deutlich darauf hingewiesen, wie die Sieben-Tags-Adventisten in der evangelikalen oder evangelischen Kirche in Deutschland organisiert sind und eben auch das ökumenische Spiel mitspielen. Ja? Und außerdem habe ich hier natürlich noch dazu gesagt, von ja, Sieben-Tags-Adventisten sind selbst Trinitarier. Also von daher macht das überhaupt keinen großen Sinn, mich da als Sieben-Tags-Adventist hinzustellen. Aber wie gesagt, das ist Rufmord. Das ist die Beleidigung der Person, weil man eben mit den Argumenten dieser Person nicht um kann. Oder weil man die Argumente dieser Person nicht widerlegen kann. Ja, das kannst du nicht. Wenn einer da sich hinstellt, wie ich das oft mache, und aufgrund ein Bibelzitat bringt, was genau das bestätigt, was ich da sage, da kann man nicht gegen an. Da läuft sogar der Teufel. Das hat Jesus Christus bewiesen in Matthäus und Lukas Kapitel 4, ja, wo es um die Versuchung Jesu geht, nach seiner Taufe im Jordan und der 40 Tage versucht wurde durch den Teufel in der Wüste. Und was hat Jesus gemacht, als der Teufel ihn versucht hat, mit irgendwelchen Dingen so von, ja, wirf dich hier runter, weil steht ja geschrieben, dir wird nichts passieren, antwortet Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Ja?
Oder all diese Königreiche werde ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Und Jesus Christus sagt, es steht geschrieben, du sollst den Gott im Himmel anbeten und sonst niemandem dienen. Und was hat der Teufel gemacht? Er ist weggegangen. Er konnte mit dem Argument von Jesus Christus selbst nicht leben. Er konnte da nichts gegensetzen. Gegen die Bibel ist kein Kraut gewachsen. Das ist nun mal das Wort der Wahrheit. So einfach ist das. Ja? Und dann greifen die Leute hier auf dieser Welt und ganz sicher die in dieser teuflischen Kirche, die alles vernichten müssen, was nach Wahrheit auch nur im Entferntesten irgendwie riecht, um ihre Lügen durchzusetzen, dann greifen die eben zu Rufmord. Ja? Das, was der Autor hier meint. Und das haben wir heute immer noch. Ja? Also nicht mit den Menschen argumentieren über die Argumente, die sie bringen in der Diskussion oder Unterhaltung, sondern den Menschen angreifen und den Menschen unglaubwürdig machen und den Menschen verunglimpfen und schlecht machen vor anderen Menschen, dass die Glaubwürdigkeit weggenommen wird. Weil da macht sich keiner mehr die Mühe, die Argumente dessenjenigen nachzuchecken und zu sehen und das gegen die Bibel zu halten und zu sehen von, der hat ja vielleicht recht. Mal ein kleiner Ausflug, den ich mal kurz hier einbauen musste. Das ist ja, ich kriege ja hier die Vorlage, da muss ich ja auch das Tor schießen, ne? Also, der katholische Pazifist Dr. Ehlen berichtet in seinen Lotsenrufen vom Mai 1932. Kurz nach den Reichspräsidentenwahlen sagte mir ein Geistlicher, der den Einfluss eines nationalsozialistischen Führers bekämpfen wollte, dass man dazu übergehen müsse, die Herkunft dieses Mannes ans Licht zu ziehen, um ihn unmöglich zu machen. Ende Zitat, diese moderne Art der, zwischen Anführungszeichen, Ketzertötung, diese niedrigste Kampfesart als Ausdruck einer in ohnmächtiger Wut erkannten Unfähigkeit, mit sauberen Waffen zu kämpfen und siegen zu können, hat niemand tiefer begriffen, kürzer und beweiskräftiger zusammengefasst und beißender verurteilt als der Philosoph Nietzsche. Zitat: Sofern aber das Bessermachen als Argument, also Beweis, gilt, sofern das Bessermachen als Beweis gilt, muss das Schlechtermachen als Widerlegung gelten. Man beweist den Irrtum damit als Irrtum, dass man das Leben derer prüft, die ihn vertreten. Ein Fehltritt, ein Laster widerlegt. Diese unanständigste Art der Gegnerschaft, die von hinten und unten, die Hundeart, ist insgleichen niemals ausgestorben. Die Priester, sofern sie Psychologen sind, haben nie etwas interessanter gefunden, als an den Heimlichkeiten ihrer Gegner zu schnüffeln. Sie beweisen ihr Christentum, also ihren Katholizismus, damit, dass sie bei der Welt nach Schmutz suchen. Ende Zitat. Die Welt, und jetzt kommt ein sehr interessanter Absatz, den ich mir bereits damals bei der Lesung in dem Buch angestrichen habe. Dieser nächste etwas längere Absatz, wo es bis zur These 15 geht, das ist dann der nächste Punkt. Dieser kommende Absatz, den ich jetzt vorlese, der ist sehr, sehr wichtig. Die Welt ist nach christlichem Sprachgebrauch der Inbegriff der gesamten Natur unter besonderem Einschluss des Menschen. Auf alle Bezirke seines Lebens vor der Geburt bis nach dem Tode, beim Einzelmenschen wie in seiner naturgegebenen Zusammenfassung als Volk, hat die Kirche seit je bestimmenden Einfluss und rechtsverbindlichen Zwang auszuüben versucht. Alles gesunde Leben hat sie mit ihren Lehren und Gesetzen wie mit Bazillen verseucht. Wo es sich dagegen mit dem Instinkt der Gesundheit wehrte, wo die giftigen Krankheitskeime keinen Nährboden fanden, nannte man alles Gesunde in der Welt und sie selbst böse und bewarf sie aus Rache mit Schmutz. Die böse Welt ist der Sammelbegriff für alles, was sich der Kirche und ihren unnatürlichen und anmaßenden Forderungen nicht blindlings unterwirft. Böse Welt ist schon klares, kritisches Denken und entsprechendes, zielbewusstes, selbstständiges Handeln. Je weniger der Kirche im Laufe der Zeit das
Brachium Säkulare, also der Arm der weltlichen Macht, zur Verfügung stand, wie im Mittelalter, umso mehr tobte man sich aus in Exkommunikation, Anathem, also Verfluchungen und Bannfluch. Die päpstlichen Enzykliken der letzten Jahrzehnte sind fast alle von solchen, zwischen Anführungszeichen, Liebenswürdigkeiten durchzogen, so dass man sie bezeichnenderweise eher Rundfluch als Rundschreiben nennen könnte. Eine zusammengedrängte Sammlung von päpstlichen Verwerfungen gesunden Denkens und Handelns in Staatsleitung und Volksleben ist der schon öfters angeführte Syllabus von 1864. Er ist heute wieder ganz modern, weil Rom seit 1864 seine Ansichten und Ansprüche nicht im geringsten geändert hat. Daher braucht eine starke Regierung nur das zu tun, was der Papst als Irrtum verworfen hat, um sicher zu sein, am besten die Interessen ihres Volkes zu vertreten. Ein aufmerksames Durchlesen der folgenden Zusammenstellung unter dem Gesichtspunkt der heute drängenden Zeitfragen wird die Bestätigung bringen. Und dann fangen wir an, unter anderem in These 15. Wenn ich das Wort These sage, dann denken natürlich die meisten Gläubigen an die Thesen von Martin Luther, der 95 Thesen gegen den Ablasshandel veröffentlicht hat im Jahre 1517. Die Päpste haben auch Thesen veröffentlicht. Hier in diesem Fall sind es die Thesen, die aufgesummt sind oder zusammengefasst sind in dem Syllabus der Fehler. Syllabus errarum heißt er, glaube ich, im Lateinischen oder errorum. Also Syllabus der Fehler, sagen wir im Deutschen, 1864, zusammen mit seiner Bulle Quanta Cura, die er, glaube ich, heißt die, die er damals rausgebracht hat. Und hier hat der Papst eben all die ganzen Dinge verdammt, die aus Sicht der römisch-katholischen Kirche verdammungswürdig sind. Das ist sehr, sehr interessant. Aber ich fand gerade eben die Erklärung über die Welt sehr, sehr profund, also basislegend eigentlich. Sicher zum Verständnis dieses Buches und das Verständnis meiner Kommentare. Und deswegen möchte ich dieses kleine Stück noch einmal vorlesen. Die Welt ist nach christlichem Sprachgebrauch, und ich rede jetzt hier von wirklichen Christen, sonst würde ich das Wort jetzt verändern in katholisch. Die Welt ist nach christlichem Sprachgebrauch der Inbegriff der gesamten Natur unter besonderem Einschluss des Menschen. Das verstehen wir Christen unter der Welt. Auf alle Bezirke seines Lebens, vor der Geburt bis nach dem Tode, beim Einzelmenschen wie in seiner naturgegebenen Zusammenfassung als Volk, hat die römisch-katholische Kirche seit je bestimmenden Einfluss und rechtsverbindlichen Zwang auszuüben versucht. Ganz wichtig. Sie hat es versucht. Und sie hat es immer dann geschafft, wenn die Leute, wenn die Menschen nicht das Wort Gottes hatten, um sich daran zu halten. Aber wenn sie angeklagt wurden von den Lehren der römisch-katholischen Kirche, hatten sie keine Gegenargumente, weil sie die Wahrheit nicht hatten, weil sie die Bibel nicht hatten. Und deswegen hat die Kirche eben immer wieder versucht, sich die Welt untertan zu machen. Aus genau diesem Punkt ist dir das eben auch geglückt. Aus Unwissenheit ist dir das geglückt. Die Welt ist nach christlichem Sprachgebrauch der Inbegriff der gesamten Natur unter besonderem Einschluss des Menschen, des einzelnen Menschen, aber auch der naturgegebenen Zusammenfassung als Volk. Und das hat die römisch-katholische Kirche seit je einen bestimmten Ein darauf hat die römisch-katholische Kirche seit je einen bestimmten Einfluss und rechtsverbindlichen Zwang auszuüben versucht. Zwang ist schon mal immer negativ. Und der kommt von der Kirche, der sogenannten allein selig machenden Kirche. Alles gesunde Leben hat sie, also die römisch-katholische Kirche, alles gesunde Leben, das heißt alles in der Natur mit Einbezug des Einzelnen und der ganzen Völker, hat sie mit ihren Lehren und Gesetzen wie mit Bazillen verseucht. Mit Viren, kann man auch sagen. Ja, wir wissen ja, dass es keine Viren gibt, aber ne, nur mal eben, damals sprach man noch von Bazillen und nicht von Viren. Ja. Heute würde man sagen, mit einem Virus verseucht, weil Virus ist ja nichts anderes als Gift. Ja. Das ist das lateinische Wort für Gift.
Alles gesunde Leben hat die römisch-katholische Kirche mit ihren Lehren und Gesetzen wie mit Bazillen, Schrägstrich, Viren verseucht. Wo es sich dagegen mit dem Instinkt der Gesundheit wehrte, ja, das Leben, der Welt, der Mensch, die Völker, wo die giftigen Krankheitskeime keinen Nährboden fanden, weil die Menschen die Bibel hatten, das Wort Gottes hatten, nannte man alles Gesunde in der Welt und sie selbst böse und bewarf sie aus Rache mit Schmutz. Und der Schmutz, mit dem die Kirche die Welt dann beworfen hat, das sind ihre Traditionen, das sind ihre falschen religiösen Dogmen, die man über die Bibel gestellt hat. Man nennt die Bibel falsch und man nennt die Tradition und die Dogmen der römisch-katholischen Kirche göttlich. Ja? Ich probiere jetzt gerade diesen Absatz für euch auf eine interessante Art und Weise zu erklären, dass wir wirklich gut verstehen, was hier drin steht. Wo sich dagegen mit dem Instinkt der Gesundheit wehrte, ja, wo es sich dagegen mit dem Instinkt der Gesundheit wehrte, mit dem Wort Gottes, wo die giftigen Krankheitskeime keinen Nährboden fanden, da, wo das Wort Gottes regierte, da nannte man alles Gesunde in der Welt und sie selbst böse. Also, aus Weiß wird Schwarz und aus Schwarz wird Weiß. Und bewarf sie aus Rache mit Schmutz. Oder man kann auch sagen, man griff dann eben auch die Personen an und nicht die Argumente. Die zwischen Anführungszeichen böse Welt ist der Sammelbegriff für alles, was sich der Kirche und ihren unnatürlichen und anmaßenden Forderungen nicht blindlings unterwirft. So, wenn du dich traust, für dich selbst zu denken, wenn du dich traust, die Dinge in der Bibel nachzuschlagen und die Dinge in dieser Welt zu messen daran, ob das biblisch und damit in den Augen unseres Schöpfers richtig ist oder unrichtig ist, dann gehörst du zur bösen Welt. Ja? Die böse Welt ist der Sammelbegriff für alles, was sich der Kirche und ihren unnatürlichen und anmaßenden Forderungen nicht blindlings unterwirft. Wenn ich mich nicht dem ultramontanen Führungsanspruch des Papstes und seiner eingesetzten Vasallen unterwerfe, dann gehöre ich zur bösen Welt und das Böse muss vernichtet werden. Dass das Böse natürlich aus der Sicht des Bösen eigentlich das Gute ist, ist eben die Verdrehung, die viele Menschen nicht verstehen. Böse Welt ist schon klares, kritisches Denken und entsprechendes, selbstbewusstes, selbstständiges Handeln. Also, fassen wir mal kurz zusammen. Wenn ich für mich selber klar, kritisch, selbstständig, zielbewusst denke und handle, dann gehöre ich aus Sicht der römisch-katholischen Kirche zum Bösen. Das steht hier. Und das vertritt die Kirche, das lehrt die Kirche, das lebt die römisch-katholische Kirche. Mit jedem Atemzug, den sie nimmt. Mit anderen Worten, wenn du in den Augen der Bibel gut bist, dann bist du in den Augen der Kirche, der römisch-katholischen, böse. Böse Welt. Je weniger der Kirche im Laufe der Zeit den Arm der weltlichen Macht zur Verfügung stand, also je weniger der Kirche im Laufe der Zeit der Arm der weltlichen Macht zur Verfügung stand, wie im Mittelalter, umso mehr tobte man sich aus in Exkommunikation, Anathem und Bannfluch. Also, wie ist dieser Satz jetzt zu verstehen? Mit der Reformation ist die Macht der Kirche weggebrochen, den Staat vollständig zu kontrollieren. Durch die Reformation haben viele Staaten erkannt, dass der Papst das ist, was die Bibel über ihn sagt, nämlich der Antichrist, und dem wollen wir nicht gehorchen. Und deswegen ist mit der Reformation halb Europa innerhalb weniger Zeit Rom weggebrochen. Das heißt, Rom hatte den Arm der weltlichen Macht nicht mehr zur Verfügung. Und wenn sie den nicht hat, dann hat sie eben Gift gesprüht aus ihren Türmen, von denen sie
regiert hat davor. Und sie versprüht Exkommunikation, siehe zum Beispiel die Luther, die Bulle, die gegen Luther ausgesprochen wurde, Exsurge Domine, mit der Martin Luther exkommuniziert wurde. Man hat dann das Konzil von Trient errichtet, indem man 120 Anathemas, Bannflüche ausgesprochen hat, Verfluchungen ausgesprochen hat über protestantische Denkweisen und protestantische Prinzipien. Mit anderen Worten, über biblische Denkweisen und biblische Prinzipien. Ja? Wenn ich den Arm der weltlichen Macht nicht mehr habe, um meine falsche geistliche Macht durchzusetzen, dann kann ich nur noch mit Exkommunikation und Verfluchungen wirken und kann damit nur noch auf die Leute einwirken, die diesen Quatsch wirklich glauben und glauben, dass sie außerhalb der römisch-katholischen Kirche keine Erlösung finden. Und wenn ich die exkommuniziere, dann habe ich sie in der Hand. Da habe ich ein Machtmittel gegen diese Menschen in der Hand. Weil wenn sie mir nicht gehorchen, dann gehen sie verloren. Und wer will schon gerne verloren gehen? Je weniger die Kirche im Laufe der Zeit den Arm der weltlichen Macht zur Verfügung hatte, so wie es im Mittelalter, also vor dem 16. Jahrhundert war, umso mehr tobte man sich aus in Exkommunikation, Anathema und Bannfluch. Ja, jetzt denken wir doch mal eben zurück in das 19. Jahrhundert. Der ganze Syllabus der Fehler von Papst Pius dem 9., Antichrist Pius dem 9., der Syllabus der Fehler, ist doch nichts anderes als eine ohnmächtige Reaktion der sogenannten geistlichen Macht, um sich die weltliche Macht untertan zu machen, um deutlich zu sagen von, wir haben hier die Macht, wir bestimmen, das und das ist gut und das ist schlecht. So sagen wir und so sagt die Welt. Tut ihr wie die Welt, dann seid ihr böse, tut ihr wie wir, dann seid ihr gut. Das Problem ist, in den Augen unseres Schöpfergottes ist es genau umgekehrt. Also ich finde das einen sehr, sehr wichtigen Satz. Und deswegen fährt der Autor dann hier fort, wo er jetzt von die Welt Abstand nimmt. Deswegen sagt er hier, die päpstlichen Enzyklien der letzten Jahrzehnte, wir sprechen hier also über die Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts, da waren ja einige, die rausgekommen sind von unter anderem Antichrist Leo dem 13., Pius dem 10., und dann später auch Pius dem 11., ja, und auch noch der Pius der 9. hat natürlich einige rausgebracht. Und davon sehen wir uns jetzt einen raus, nämlich diesen Syllabus der Fehler, auf den es hier hinausgeht. Ja. Die päpstlichen Enzykliken der letzten Jahrzehnte sind fast alle von solchen Liebenswürdigkeiten, und deswegen habe ich gesagt, Liebenswürdigkeiten würde ich jetzt hier natürlich sarkastisch verstehen, würde ich hier in Anführungszeichen setzen, aber der Autor weiß schon, wie man ihn verstehen muss hier. So dass man sie bezeichnenderweise eher Rundfluch als Rundschreiben nennen könnte. Eine zusammengedrängte Sammlung von päpstlichen Verwerfungen, gesunden Denkens und Handelns in Staatsleitung und Volksleben ist der schon öfters angeführte Syllabus der Fehler von 1864. Er ist heute, wir sprechen jetzt von den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, wieder ganz modern. Weil Rom seit 1864, als er veröffentlicht wurde, seine Ansichten und Ansprüche nicht im geringsten geändert hat. Sempre adem, Rom ändert sich nie. Daher braucht eine starke Regierung nur das zu tun. Hört gut zu, das ist ein ganz wichtiger Satz. Daher braucht eine starke Regierung nur das zu tun, was der Papst als Irrtum verworfen hat. Dann kann die Regierung sicher sein, am besten die Interessen ihres Volkes zu vertreten. Ich kann gar nicht benachdrucken, wie wichtig dieser Satz ist. Daher braucht... Ach, schau, ich kriege den hier nicht. Ich wollte den jetzt mal in Farbe in Einsatz nehmen. Ja, hier, voilà, kann ich machen. Daher braucht eine starke Regierung nur das zu tun, was der Papst als Irrtum verworfen hat, um sicher zu sein, am besten die Interessen ihres Volkes zu vertreten. Schaut, jetzt gehen wir in dieser Lesung ein wenig und in der nächsten Lesung gehen wir auf den Syllabus der Fehler ein, die verschiedenen Thesen, die hier vom Autoren angeführt werden. Was will uns der Autor jetzt im Grunde sagen? Er will sagen, dass die römisch-katholische Kirche in der Person des Antichristen, des Papstes, diese verschiedenen Thesen anführt, als gegen ihre Dogmas zu verstoßen. Und sagt ganz klar,
Eine starke Regierung muss nur das tun, was der Papst als Irrtum verworfen hat. Also gegen das Wort des Papstes eingehen, um am besten die Interessen ihres Volkes zu vertreten. Nun, mit anderen Worten heißt das, eine starke Regierung, die das tut, was der Papst als Irrtum verworfen hat, die das nicht tut, muss ich jetzt sagen. Also wir wollen jetzt, muss ich aufpassen, dass ich mich richtig ausdrücke. Eine Regierung, die tut nach dem Vorsatz des Papstes aus dem Syllabus der Fehler, vertritt nicht die Interessen des Volkes, sondern vertritt die Interessen der Kirche, vertritt die Interessen des Antichristen, vertritt die Interessen des Teufels und nicht Gottes. Der Satz, den der Autor hier schreibt, daher braucht eine starke Regierung nur das zu tun, was der Papst als Irrtum verworfen hat, um sicher zu sein, am besten die Interessen ihres Volkes zu vertreten. Daher braucht eine Regierung nur das zu tun, was der Papst befiehlt in seinen Irrtümern, um sicher zu sein, dem Papst als williger Vasall zu dienen. So kann man es auch formulieren. Ein aufmerksames Durchlesen der folgenden Zusammenstellung unter dem Gesichtspunkt der heute drängenden Zeitfragen wird die Bestätigung bringen. Wir beginnen mit These 15 und ihr könnt übrigens den Syllabus der Fehler im Internet selbst suchen. Den findet ihr in Latein, in Englisch, in Deutsch. Das ist kein Problem. Da bitte ich euch, eure eigene Nachforschung anzustellen. Aber hier kommen jetzt in diesem Buch einige Thesen, werden hier jetzt angeführt. Wir beginnen mit These 15 und die nächsten paar Seiten in dem Buch besprechen wir diese verschiedenen Thesen bis zur These 78 auf Seite 74 im Buch. Wir fangen jetzt an mit These 15. Wie gesagt, ich gehe da jetzt nicht mehr ganz durch, weil wir sind schon bei 52 Minuten. Aber das wird uns nächste Sendung auch noch beschäftigen. Ja? Und dann könnt ihr euch ja selber, weil ich gerade sagte, ihr könnt euch das im Internet raussuchen, ihr könnt euch selber damit bekannt machen, ihr könnt das Buch hier auf Archive, auf meiner Archive, auch woanders, aber auf meiner Archive könnt ihr euch das Buch hier runterladen. Ihr könnt schauen, auf Seite 71 im Buch unten beginnt es mit These 15 und ihr könnt euch den Syllabus der Fehler dann im Internet raussuchen und ihr könnt euch die Thesen hier im Buch anschauen, ihr könnt euch die Thesen im Internet anschauen, ihr könnt vergleichen, ob das dieselben sind. Und ihr könnt schon mal anfangen, selbst zu studieren und zu sehen, das sagt die Kirche und das sagt einem die menschliche Vernunft. Das sagt ein selbstdenkender, ein kritisch klar denkender und zielstrebig und selbstbewusst handelnder Mensch, der die Bibel, das Wort Gottes in der Hand hat. Ihr könnt das vergleichen. Ja? Also fangen wir an. These 15. Es steht jedem Menschen frei, jene Religion anzunehmen und zu bekennen, die er durch das Licht der Vernunft geführt für die wahre hält. Was ist denn jetzt gegen diesen Satz zu sagen? Ja, jetzt muss man wissen, das ist, was der Papst eben verdammt. Das ist, was der Papst verflucht. Das ist, womit der Papst euch mit Exkommunikation belegt. Das ist, wo der Papst sagt, das sind Fehler. Er benennt also hier die Wahrheit und stellt es aber als Fehler dar. Die Wahrheit ist, und das ist, was einem jeden klar, selbstständig denkenden und handelnden Menschen gegeben ist, jene Religion anzunehmen und zu bekennen, die er durch das Licht der Vernunft geführt für die wahre hält. Das Licht der Vernunft. Da müssen wir natürlich eben einen kleinen Unterschied machen zwischen dem Licht des Gnostizismus und dem Licht der Bibel. Wir wissen aus der Bibel, aus Johannes Kapitel 8,
dass Jesus Christus sich als das Licht der Welt bezeichnet. Wenn ich also eine Religion annehme und bekenne, die ich durch Jesus Christus zu kennen und bekennen für die wahre halte, dann bin ich im Namen der römisch-katholischen Kirche, dann bin ich im Namen des Antichristen Papst Pius IX. In diesem Syllabus der Fehler verflucht. Es steht jedem Menschen frei, jene Religion anzunehmen und zu bekennen, die er durch das Licht der Vernunft geführt für die wahre hält. Und bei dem Licht der Vernunft weise ich darauf hin, dass wir das Licht der Bibel nehmen, das Licht der Welt, Jesus Christus. Und nicht irgendwelchen Gnostizismus. Weil dann sind wir in demselben Fehler gegen die Bibel wieder drin. Wir müssen das Licht der Vernunft im Licht der Bibel sehen. Ja? Oder auf die Art und Weise der Bibel begreifen. Es steht jedem Menschen frei, jene Religion anzunehmen und zu bekennen, die er durch das Licht der Vernunft geführt für die wahre hält. So, das verdammt der Papst hier, weil dann hätte der Mensch ja eine eigene Wahl, dann hätte der Mensch ja Religionsfreiheit. Dann kann er ja wählen aus verschiedenen Religionen und kann sich die erwählen, die durch die ihn das Licht der Vernunft, wo ihn das Licht der Vernunft am meisten anzieht. So. Und man wird natürlich hauptsächlich als Christ zumindest durch das Licht der Bibel angezogen, ne? Durch das Licht der Welt, das Jesus Christus ist. Es steht jedem Menschen frei, jene Religion anzunehmen oder jede Religion anzunehmen und zu bekennen, die er durch das Licht der Vernunft geführt für die wahre hält. Nun, hier steht jene und nicht jede. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Denn mit jener Religion spricht der Papst hier im Grunde selbst die Bibel an. Und bekennt hiermit, dass Jesus das Licht der Welt ist, das Licht der Vernunft. Ja? Nicht jede Religion strahlt das Licht der Vernunft aus. Das ist nämlich nur die Religion der Bibel, das wahre Christentum. Alles andere ist Unwahrheit. Ja? Nochmal. Zum Abschluss. Und wir gehen in die anderen Thesen, die nächsten Sendung rein. Ich bringe das jetzt hier zum Schluss. Eine starke Regierung braucht nur das zu tun, was der Papst als Irrtum verworfen hat. Der Papst verwirft als Irrtum in These 15, dass es jedem Menschen freisteht, jene Religion anzunehmen und zu bekennen, die er durch das Licht der Vernunft geführt für die wahre hält. Das verdammt der Papst. Darum diese Thesen. In diesen Thesen steht viel Wahrheit drin. Das Problem ist, dass der Antichrist sie verdammt. Nun, was der Antichrist verdammt, das ist mir heilig. Was ist mir heilig? Meine Religion anzunehmen ohne Einfluss irgendeines anderen Menschen, schon gar nicht des Teufels selber, geleitet durch das Licht der Vernunft, was ich dann für die wahre Religion halte. Und das ist für mich die Bibel, das Wort Gottes. Daher braucht eine starke Regierung nur das zu tun, was der Papst als Irrtum verworfen hat. Und der Papst verwirft dir als Irrtum, dass es jedem Menschen freisteht, das ist ein Irrtum, jene Religion anzunehmen und zu bekennen, die er durch das Licht der Vernunft geführt für die wahre hält. Damit habe ich den Grundsatz oder den Grundstein gelegt, dass wir nächstes Mal in den Syllabus der Fehler eintauchen können. Wie gesagt, ich bitte euch, eure eigenen Nachforschungen dahingehend anzustellen, dass ihr selber gut kontrollieren könnt, was wir hier besprechen, dass ihr folgen könnt damit, weil das ist zu wichtig, als dass man sich einfach vor den Computerschirm setzt und diese Lesung folgt und das auf sich reinregnen lässt, als dass man sich da wirklich selber mit beschäftigen sollte. Weil je mehr ihr euch damit beschäftigt, desto mehr könnt ihr andere auf ihre Fehler weisen. Und es geht nicht darum, andere wegen ihrer Fehler dann zu verurteilen, aber es geht darum, ihnen aufzuzeigen, dass sie falsch sind und dass sie lügen, obwohl sie eigentlich aus einer guten Absicht heraus handeln. Weil die wenigsten lügen absichtlich. Die meisten lügen, weil sie nicht besser wissen. Und wir können mit diesem Buch,
Wissen verbreiten. Wissen über die Lehre der katholischen Kirche und das halten gegen die Bibel. Und wenn wir die Fehler, die sogenannten Fehler, zwischen Anführungszeichen Fehler, die der Papst hier nennt, im Lichte der wahren Religion halten, durch das Licht der Vernunft angeschienen, dann werden wir sehen, dass der Papst die Wahrheit verdammt. Und nichts anderes ist der Syllabus der Fehler. Weil es sind keine Fehler, es sind nur Fehler aus Sicht der Kirche. Aus Sicht der Kirche ist das Gute böse und das Böse gut. Aus Sicht der Bibel ist das Gute gut und das Böse böse. Es steht jedem Menschen frei, jene Religion anzunehmen und zu bekennen, die er durch das Licht der Vernunft geführt für die wahre hält. Das unterschreibe ich jeden Tag meines Lebens. Das verdammt der Papst jeden Tag seines Lebens. Bis zum nächsten Mal. Lest eure Bibel. Shalom. Maranatha.